Freunde, was geht ab? Nicht heute. Wir haben jetzt eine Nacht vor dem Spiel. Morgen Lautern bzw. VfB gegen Lautern. Geil. Die zwei Freunde treffen aufeinander. Ich bin gespannt. Fanfreundschaft besteht. Da bin ich einfach mal gespannt, was heute abgeht, Robert. Schlierenz-Stadion. Ich bin jetzt das zweite Mal dort und drehe im Block. Ich habe wann haben wir gegen Luzern dort gespielt? Vorletzte Saison in der Vorbereitung haben wir dort gespielt. Da war ich auch am Start und ich bin gespannt, Freunde. Ja, wir haben jetzt die Nacht. Ich bin gerade hier von der Spätschicht gekommen. Wir haben 23 Uhr. Dachte mir, komm, ich drehe noch schnell das Intro, weil morgen früh werde ich ein bisschen K.O. sein. Muss zum Friseur, dies und jenes. Da ist ein bisschen stressig. Dachte mir, komm, ich mache jetzt einfach das Intro. Freunde, ich würde sagen, jetzt gehen wir hier kurz pennen. Morgen früh wachen wir auf und dann geht's weiter. Let's go, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Lasst ein Abo da und viel Spaß mit dem Stadionblock. 2000 years later. Freunde, guten Morgen. Bonjour. Good morning. Buenos dias. Good night. Und was gibt's alles noch? Boah, ich bin ausgeschlafen. Ich dachte, ich wär K.O. Aber nee, ich bin ausgeschlafen. Mir geht's gut. Ich bin motiviert auf den heutigen Tag. Freunde, schaut euch doch mal an. Was für eine schöne Sonne am Morgen. Sonne scheint. Ah ja, passt. Boah. Freunde, ich würde sagen, genug gebabbelt. Ich muss mich frisch machen lassen. Ich gehe zum Friseur, es wird Zeit. Auch nur für euch, nur für euch. Sonst hätte ich noch ein paar Tage gewartet, aber nee, ich muss ein bisschen frischer aussehen. Let's go, auf geht's zum Friseur. Oh, Freunde, ich bin raus aus dem Friseur. Seiten sind erledigt, der Bart mit schönem Übergang. Passt, oder? Sieht besser aus als vorhin. Vorhin war ja hier noch alles komplett voll und so. Ah, ich mag das nicht. Lieber so ein bisschen sauber. Sieht doch ordentlich aus, oder? Was meint ihr? Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr es lieber so ein bisschen, ja, so ein 3-Tage-Bad oder sagt ihr lieber, nö, sauber muss besser sein. Also Freunde, jetzt gehe ich heim, ziehe mein neues Trikot an. Das Schwarze habe ich mir jetzt gekauft mit Atta hinten drauf. Und ja, duschen, kurz schnell alles erledigen. Und dann würde ich auch schon sagen, let's go, auf geht's nach Cannstatt. Auf geht's, Freunde. Freunde, ihr seht schon, das Trikot steht bereit. Ah, sieht so gut aus. Ich sag's euch, wie es ist. Gefällt mir richtig. Machen wir mal andersrum. Zack, zack. Ja, Atta. Mein erstes Atta-Trikot. Kann man mal machen. Let's go, Freunde. Auf geht's nach Stuttgart. Freunde, angekommen in Cannstatt. Natürlich mit dem neuen Trikot. Es sieht so gut aus. Ich bin immer noch so fasziniert von dem Trikot. Echt. Ja, ich würde sagen, let's go. Auf geht's. Zum Stadion. Wir haben noch, es ist gerade 14.35 Uhr, also noch 25 Minuten. Ihr seht ja, wo ich bin. Ich habe noch ein Stückchen zu laufen. Ich hoffe, ich komme noch pünktlich an. Das wäre jetzt peinlich. Friseur, dies und jenes, lass mir schön Zeit und dann komm schon nicht pünktlich an. Das wäre es jetzt. Eieiei, let's go, Freunde. Ach, Freunde, hier fühlen wir uns wohl. Heimat und Liebe. So sieht's aus. Freunde, ihr seht schon, da sind einige Leute drin. Hier wird auch schon, hier wird was aufgebaut, okay. Ja, nicht schlecht, kann man mal machen. Freunde, die Spieler kommen rein. Gibt gerade einen schönen Applaus für die ganzen Spieler. Und es sind einige Leute da, muss man sagen. Das passt schon. Ah ja, kann man mal machen. Also Freunde, alle stehen bereit, Spieler stehen bereit, Zuschauer sind bereit. Viel Glück an beide Teams. Ich würde sagen, let's go auf ein geiles Spiel. Jetzt komm! Freunde, 25 Minuten gespielt, aber im Spiel geht einfach so wenig bis gar nichts, dass es einfach nichts zum Aufnehmen gibt. Ja. Es gibt eine kleine Trinkpause für die Spieler und danach geht's weiter. Ja.
Also von außen nichts verliert, das 1-0 für den VfB. Ich kann es leider nicht filmen, war ja auf dem Weg noch. Ja, let's go, weiter geht's. Das war deswegen Hallo. Nun kommt der nächste, ne. Weiter geht's. Die erste Halbzeit ist durch. Ist nicht viel passiert. 1-0 auf den Führung. Passt schon. Also Freunde, heute switch ich rum. Erst war ich dahinter, dann war ich da. Dann war ich eine Zeit lang da hinten, dann dort. Jetzt bin ich hier. Ja, heute sind wir irgendwie überall. Freunde, wegen ja, ich habe ein bisschen mehr erwartet, aber ja gut. Ist halt so. 1-0 sind wir in Führung, das passt doch alles. Ja, ruhiges Spiel, muss man sagen, aber ist halt so. Ja. Ich bin einfach mal gespannt, was die zweite Halbzeit bringt. Let's go. Ah, ein bisschen Wasser für die Leute. Hier ist auch extrem warm, muss man sagen. Ist echt gut, dass sie daran denken. Die Leute fallen hier fast um. Ist der Wahnsinn. Also Freunde, die Spieler stehen bereit. Let's go, auch ein geiles Spiel. Und es soll mal ein bisschen Action kommen in der zweiten Halbzeit. Auf geht's. Also Freunde, das scheint hier bei dem Freiburg-Spiel, wir leisten uns zu viele Fehlpässe und das darf nicht sein, auch beim Testspiel nicht. Da müssen wir ein bisschen konsequent sein. Komm! Elf Meter, Freunde, let's go! Endlich geht hier mal was. Und direkt wird es ja lauter, Freunde. Direkt wird es lauter. Let's go, Freunde. Wer macht es? Leveling. Auf geht's, Leveling, schieß ein Tor! Und? Hey, jawohl, 2-0. Leveling! Kann man machen. 2-0. Ich bin echt gespannt auf den DFB-Pokal. Das wird auch nochmal anderes Kaliber. Wir sind ja einige noch in der Nation und alles, oder wir sind jetzt 1-2 Wochen in der Nation. Deswegen ist auch ein bisschen ruhiges Spiel, aber so an sich, ja, ist okay. So schnell kann es gehen. Zack, zack, zack. Ein paar Spielzüge und dann bist schon ganz vorne mit dabei. Sehr gut gemacht. 3-0. Komm, Konto, auf geht's, auf geht's. Schade. Boah. Ei. Schade.
keinen Platz hat. Ah, nachher für die Interviews wissen wir ja, wo es dann stattfinden wird. Sehr gut. Ja, Freunde, so kann man auch Sachen lösen. Ganz einfach, ganz einfach. Ganz locker zurück zum Fahrrad die Situation lösen. Sehr gut. Und das 4:0. Hey, ich hätte einfach weiter filmen sollen, aber ich war abgebrochen, da vor der Schieße. 4:0 Stuttgart, Freunde, let's go. Ja, passt. Bisschen Stimmung machen die Leute hier schon. Kann man mal machen. Der Kleine sorgt für die ganze Stimmung. Genau, ja. Der Wahnsinn. Freunde, das erste Tor von Lautern, 4:1. Komm, Junge. Stuttgart International. Freunde, das Spiel ist beendet. Der VfB Stuttgart gewinnt die Partie mit 4:1. Freunde, ich würde sagen, ich gehe mal hier raus und ich melde mich gleich, wenn ich aus dem Trubel raus bin, okay? Also, let's go. Also, Freunde, raus aus dem Trubel. Jetzt geht's hier Richtung Auto. Ja, 4:1 für den VfB. Geht in Ordnung, oder? Was sagt ihr? Ja, war halt ein Testspiel. Ruhiges Spiel. Ab und zu haben die Zuschauer ein bisschen Stimmung gemacht. Ist in Ordnung. Ich habe auch nicht viel mehr erwartet. Wie gesagt, das Spiel. Ich erwarte beim DFB-Pokal nicht nur ein bisschen mehr, sondern das soll das Spiel werden. So, VfB gegen Lautern. Boah, ich erhoffe mir so viel von dem Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Hey, DFB-Pokal, das muss die Eskalation sein. Wisst ihr, auf was ich gespannt bin? Auf die Choreo. Auf die Choreo bin ich gespannt. Was da für eine Choreo sein wird. Ob wir da eine gemeinsame Choreo machen. Die Stuttgart-Fans, die Lautern-Fans. Ob das ganze Stadion eine Choreo machen wird. Oder wisst ihr? So da, darauf bin ich gespannt. Ja, schauen wir mal. Freunde, ihr habt gesehen, am Anfang vom Video waren so ein paar Effekte und so mit dabei. Wollt ihr, dass ich die Videos so gestalte oder einfach ohne Effekte random Videos durchlaufen lasst. Was ist euch lieber? So, ihr seid die Community. Durch euch lebt der Kanal. Und natürlich will ich, dass ihr auch mitentscheidet. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr sehen wollt oder was euch lieb ist in den Videos. Oder auch Sachen, die ich auch nicht gemacht habe. Vielleicht gibt es ja irgendwas. Und ja, let's go. Ja, Freunde, vielen Dank an Lautern, dass ihr da wart. Oh, da waren ein paar Lautern-Fans da, auch geil. Ich bin so gehypt, Freunde. Ich bin so gehypt auf das Pokalspiel. Also, Freunde, das war's mit dem Video. Ihr wisst Bescheid, lasst ein Abo da. Teilt es mit euren Freunden, like, kommentiert und wir sehen uns. Macht's gut, ciao.